Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview aus der Ökonomie der Menschlichkeit. Mein Name ist Georg Digrow, ich habe die Ökonomie der Menschlichkeit gegründet mit ganz besonderen Menschen und diese Videos, diese Interviews sollen auch bewusstseinsbildend wirken. Da haben wir ganz unterschiedliche Themen. Heute ist das Thema Kunst und ich fühle mich so ähnlich wie bei der Elisabeth Fuchs. Das ist eine ganz tolle Dirigentin in Salzburg. Da ist es insofern ein bisschen prickelnd, weil ich ganz wenig Zugang zur Kunst habe, aber es faszinierend finde, diese Künstler, und ich bewundere die. Und heute haben wir ganz einen besonderen, Severin Krön heißt er. Lieber Severin, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist und für ein Interview bereit bist. Danke dir für die Einladung. Elisabeth Fuchs, mit der habe ich übrigens zusammengearbeitet. Also ich kenne sie gut und ich habe das sehr geschätzt, mit ihr zu arbeiten. Ganz eine tolle Frau, beherzte Frau, die Kinderfestspiele in die Welt gesetzt, macht ganz, ganz viele Sachen. Und wenn wir jetzt beim Thema Weiblichkeit wären, das noch als einen Satz, dann würde ich mir wünschen, dass die Salzburger Festspiele mal dirigiert, das Neujahrskonzert dirigiert. Solche Menschen dürfen auf die Bühne kommen, das zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Und das ist für mich dann der Ausdruck der Weiblichkeit und das vielleicht als Anregung. Schön. Ja, Severin, du hast mich tief beeindruckt, berührt. Ich habe immer wieder die Tiefe entdeckt und wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr im Schloss Porzia bei unserem Finale der Wanderung, wo wir 888 Kilometer unterwegs waren. Und da war Verbindung und war Stimmung, war Freude, war Vertrauen da bei diesen 80, 90 Leuten. Was war das für dich? Was war das Besondere? Wieso war da so eine Verbindung und so eine, ja, also unvergesslich, egal mit wem wir gesprochen haben, das ist nicht erklärbar, sondern wirklich erlebbar. Was ist es für dich gewesen, dieser eine Tag? Ja, das war für mich auch ein Riesengeschenk, die Menschen kennenzulernen und die Ökonomie der Menschlichkeit da wirklich zu erleben. Es war für mich so eine wunderbare Synchronizität, ich glaube, sagt man das so, oder also dass wir einfach die Ausstellung Die neue Erde genannt haben und dass dann die Ökonomie der Menschlichkeit auf die neue Erde trifft. Logischerweise, ja, und es war so eine Energie, das war so geladen, wie diese, wie du sagst, 90 Menschen waren so ungefähr nach dieser Wanderung, die waren so aufgeladen mit Energie, mit Kraft. Da war ich den ganzen Tag lang auf Hochtouren. Ja. Und es sind viele Freundschaften auch geblieben von diesem Tag an. Und es hat sich dann noch weiterentwickelt, natürlich die Freundschaft zu dir, also jetzt das Engagement in der Ökonomie der Menschlichkeit und wirklich was ganz Hervorragendes. Und dass Kunst sozusagen der Katalysator war, ist auch wieder sehr schön, weil ich finde es einfach sehr wichtig, dass sich die Kunst mit der Wirtschaft verbindet. Schön. Severin, du malst ja Bilder, unterschiedlichste Bilder, also ich sage jetzt ein Passerbild, das man unterschiedlich zusammenbauen kann, das ist mir immer noch ein Rätsel, wie das geht, dass das immer wieder einen Sinn ergibt, aber wir wollen heute fokussieren auf deine Seelenbilder, weil in der Ökonomie der Menschlichkeit ist es ja so, ein Mitglied kommt und sagt, okay, aber wie kann ich jetzt weiter wachsen, wie kann ich mich selber erkennen, und ich sage jetzt laienhaft, du malst Seelenbilder, was ist denn das genau? Naja, das beruht auf zwei Dingen. Einerseits ist es eben meine künstlerische Fähigkeit, also meine langjährige Beschäftigung mit Kunst, mit Zeichnen. Und andererseits beruht es auf meiner Fähigkeit, einfach intuitiv Dinge zu fühlen und dann eben künstlerisch auszudrücken. Und ich habe einfach bemerkt, dass ich für Menschen, aber jetzt vielleicht auch für Unternehmen und für Vereine, für kollektive Sachen, ein Bild zeichnen kann, das einfach das darstellt, was ihr Potenzial ausstrahlt. Und das sind so Bilder, die sind Anker für das, was ihr tiefstes, ihr oder ihr höchstes Potenzial ist. Und das geht immer so, das sind Etappen, diese Bilder. Ich mache oft drei Bilder. Das erste Bild ist eine Art Diagnose. Also da sieht man so, was ist der Ist-Zustand? Wo stehen wir gerade? Ne? Was ist das?
Problem oder was ist die Situation, die jetzt gerade dran ist, wo man ansetzen kann, um eine Transformation in die Wege zu leiten. Und das zweite Bild ist dann, was visualisiert man, was stellt man sich vor, um in diese Transformation zu gehen und die in die Wege zu leiten. Und beim dritten Bild ist dann so wirklich das, die Darstellung, was wird sein, wenn man einmal, wenn man durch diese Transformation gegangen ist. Und jetzt ist ja dann so die Erinnerung, und das ist das, was bei mir ganz gleich da war, wenn ich so ein Bild dann täglich betrachte, dann wäre das das Transformationsbild als das dritte dann, oder? Das, was die Verbindung ist. Es ist ja so, bevor man Dinge transformieren kann, muss man sie gut erkennen. Und da ist das erste Bild wichtig, nicht, dass man es einfach wirklich hinschaut. Ja, manche Dinge will man ja nicht sehen. Und dann, man erreicht gewisse Ziele nicht, weil man einfach immer wieder das Falsche macht oder weil man das, den Ursprung von der Schwierigkeit nicht erkannt hat. Ne? Und da muss man mal genau hinschauen. Und das ist das erste Bild. Und das zweite Bild ist dann ja die nächste Etappe. Das ist auch wichtig. Du kannst nicht von heute auf morgen, ein Kind kann nicht von heute auf morgen gehen. Es muss zuerst krabbeln. Dann irgendwann einmal steht es auf und dann beginnt es zu gehen. Also es gibt immer Zwischensituationen. Ne? Und deswegen sind alle drei Bilder wichtig, denke ich. Ja, was für mich auch sehr faszinierend ist, du hast ja Videos auf dem Kanal, weil normalerweise gibt es eine gewisse Richtung bei Künstlern, aber das ist, merke ich bei dir nicht. Du bist so vielschichtig, das ist so unterschiedlich. Wie fängst du da an? Oder kann man das erklären? Oder wie ist der Prozess, dass da ein Papier auf einmal was kommt und das eben so unterschiedlich vielschichtig ist? Bist du so verbunden? Wie drückt sich das aus? Wie setzt sich der Impuls, der Gedanken oder der Wahrnehmungsimpuls um in Bilder? Na gut, ich denke schon, wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass ich eine einheitliche Bildsprache habe. Ja? Sie ist vielleicht sehr vielseitig, aber es ist doch immer wieder, soll man sagen, ein Severin Gröns. Und wie setzt sich das um? Naja, man muss einfach eine sehr reiche Bildsprache beherrschen, damit die Information, die kommt, sofort umgesetzt werden kann. Ne? Und manchmal stecke ich schon ein bisschen, also wenn dann Informationen kommen aus dem Inneren von Dingen, die ich nicht unbedingt gelernt habe zu zeichnen oder die ich nicht so gut beherrsche, dann muss ich mich sehr konzentrieren, dass das dann auch Hand und Fuß hat, die Zeichnung. Ne? Aber es gibt immer einen Weg. Schön. Also das ist jedenfalls was man tut. Und ja, meine Partnerin ist auch bald einmal bei dir und wirst du malen. Und wir haben ja einiges schon in der Ökonomie der Menschlichkeit. Wir haben das ja als buchbares Angebot. Wie ist da konkret jetzt der Ablauf, wenn jemand sagt, ich hätte gern die Seelenbilder jetzt von mir? Also das Seelenbild kann man für sich selbst haben, also wirklich als individuell. Oder man kann sagen, ja, ich möchte jetzt mal schauen, wie es jetzt für meinen Betrieb ist oder für meinen Verein. Einfach buchen und dann haben wir zuerst mal ein Gespräch, wo ich mir anhöre, was so das Anliegen ist. Und dann kann es entweder live sein, also die Person hat die Möglichkeit, zu mir zu kommen, oder es ist nicht so weit weg und ich kann zu ihr fahren. Und dann mach mal eben eine Seelenspiegelsitzung. Das dauert ungefähr eine Stunde. Dann mache ich diese drei Zeichnungen. Dann wird ausgetauscht über die Zeichnungen. Entsteht ein Gespräch. Gibt dann Erklärungen auch zu den Zeichnungen. Und dann ist aber die individuelle Arbeit so, einfach diese Zeichnungen dann auch ernst zu nehmen, zu betrachten. Es gibt Meditationen zu den Zeichnungen, wie man mit ihnen gut arbeiten kann.
Ja, und dann helfen diese Zeichnungen, das innere Programm umzuprogrammieren, also umzupolen. Ne? Weil die Bilder, die wir in uns tragen, sind ja das Bestimmende. Und wenn wir diese Bilder ändern, Schritt für Schritt, dann ändert sich unser Bewusstsein und dann ändert sich auch unsere Wirklichkeit. Also es geht alles über Bilder eigentlich. Weil selbst die DNA ist nichts anderes als eine Art Bilderbibliothek, wo alles angelegt ist. Nicht? Die eine Zelle wäre deine Leber, die andere Zelle wäre dein Auge. Das sind ja Informationen, aber man kann eigentlich auch Bilder dazu sagen. Die ganze Wirklichkeit ist auf Bilder aufgebaut. Faszinierend, sehr, sehr faszinierend. Für mich ist da Severin alles gesagt. Wir verlinken auch eben zu dem konkreten Angebot, einfach mit Severin Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, du merkst ja dann am Telefon auch, wie die Resonanz ist, oder? Wie sie das anspürt. Ich merke am Telefon, ist da eigentlich wirklich was möglich? Mhm. Es kann ja sein, dass Leute nicht darauf ansprechen, kann ich sehr gut verstehen, ist vollkommen okay. Aber und die Leute können da auch am Telefongespräch spüren, ob das was für sie ist, ob das wirklich überzeugend für sie ist. Ne? Super. Viele wollen eine Änderung. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin? Und da wäre noch ein Punkt jetzt, Ökonomie der Menschlichkeit, den ich noch gerne mit dir besprechen möchte. Ja. Es geht ja da um eine Wertehaltung, es geht um Ausrichtung und es geht mehr als um die Materie. Und unser gemeinsames Anliegen ist Freude. Der Freude folgen, auf Freude fokussieren, das ist ein, wie du gesagt hast, eine sehr hohe Schwingung. Wie würdest du das sehen, Freude, wenn man jetzt den Fokus auf Freude setzt? Was ist Freude, was macht Freude mit einem? Naja, wie du sagst, es ist eine sehr hohe Frequenz. Ich glaube, es ist sozusagen, es gehört zur Essenz, zu unserer Essenz, die Freude und die Liebe. Also, oder die Liebe und als Ausdruck davon die Freude. Und jeder muss das für sich selbst bestimmen, was ihm am meisten Freude macht. Für mich ist es, ich spüre einfach die höchste Freude, wenn ich das Gefühl habe, ich diene dem Leben. Ja. Ich bin verbunden mit dem Leben und ich diene dem Leben. Da spüre ich einfach die höchste Schwingung dann und das höchste Maß an Freude. Genau, die Grundhaltung der Freude und auf Freude fokussieren, ausrichten, ein Teams im Unternehmen. Wir machen ja sowas wie einen Freudestatus, also jedes Mitglied hat mit einer internen Umfrage, sieht genau, wo sie stehen mit der Freude. Und da kann man ganz wunderbar in eine Richtung gehen. Also wir sind jetzt von diesem zehrenden, bedrohenden, trennenden, die ganze Welt dieser Bedrohung hin zur Selbstermächtigung und das macht ganz, ganz große Freude und auch der Austausch dazu. Und ich habe dir mal gebeten, Severin, wie könnte so ein Bild ausschauen? Und du hast mir was geschickt und hast gesagt, das ist ein Entwurf. Ja. Dieses Bild. Und für mich ist das kein Entwurf, sondern ein Bild. Was hast du da, was verbindet das? Kannst du das beschreiben, wie da der Ausdruck der Freude ist? Ja, man sieht es jetzt nicht so gut. Vielleicht kannst du es ein bisschen näher bringen. Es ist ein bisschen, man sieht nicht alles, aber es sind die sieben Regenbogenfarben. Ich denke, das sind so wie sieben Energiezentren im Menschen, sieben Ebenen, die genährt werden sollten, wenn also eine ausgeglichene Freude sozusagen gelebt wird. Und diese Figur ist tanzend, also sie ist in Bewegung und eine Hand segnet sie. Also das ist dieses Segnen für mich sehr wichtig. Also die Liebe verschenken, die gute Energie verschenken, den Enthusiasmus verschenken, die Freude verschenken und andererseits die zweite Hand erntet. Ja, und das ist dieser Fluss von, der natürliche Fluss von Geben und Nehmen. Und wenn ich gesagt habe, die höchste Frequenz für mich ist, dem Leben zu dienen, das ist natürlich das Leben der anderen oder der Umwelt oder der Tiere und Pflanzen, aber ich diene natürlich auch meiner eigenen Lebendigkeit, nicht?
Weil ich ernte dann überall diese Lebendigkeit. Freude hat was mit Lebendigkeit zu tun. Lebendigkeit. Schön. Und Freude ist ja natürlich, also wir haben das Grund angelegt. Kleine Kinder, die haben Freude und irgendwo verliert sie das und das darf man jetzt in dem Sinn sicher wieder umkehren. Du und dann Severin sind da dahinter, ist ja so ein Kreis, die Verbundenheit, oder? Genau. Also dass das nicht allein stattfindet, sondern das ist ein Reigen und dass wir miteinander so verlinkt sind, also dass wir uns gegenseitig die Hand geben und dass wir zusammen etwas gestalten. Das ist jetzt auch, spüre ich einfach, ist immer wichtiger. Also nicht mehr jeder in seinem Revier, sondern dass die Leute sich vernetzen und dass das so wie im Hirn, also die Vernetzungen einfach mehr entstehen lassen, zu mehr Genialität führen, ne? Dass die Menschen, die sich vernetzen, auch zu mehr, also diese kollektive Schwarmintelligenz oder wie man es nennt. Es ist interessant, wenn ich das Wort vernetzen höre, wird es bei mir eng, weil das für mich sehr, sehr anstrengend war. Ich habe mit ganz vielen Netzwerken geredet und habe mit Gerald Hütter dann verstanden, dass es gar nicht so leicht ist, Netzwerke zu verbinden, weil wir Sippendenken haben und das ist irgendwo bei 150 Menschen, sonst wird es groß. Und er hat auch dazu gesagt, wenn es uns aber gelingt, ein gemeinsames, verbindendes Anliegen für alle zu finden, haben wir eine Riesenchance und das ist eben genau die Freude, weil die kann ich drüber, drüber setzen. Absolut. Er spricht natürlich, der Hüter, viel von Würde auch, aber Freude finde ich noch fast löst mehr Begeisterung aus, würde ich sagen. Naja, und Freude kann er mitgeben. Wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe oder Kontakt habe, ich lebe Freude und ich gebe die Freude in dem Sinn weiter. Das ist was Unverkäufliches, was wir mittun, was auch in die Gesellschaft wirkt und wir gängern gemeinsam in die Freude und bin zutiefst überzeugt, dass das der Wandel ist und dass dieses Wirtschaftsparadigma der Trennung, der Konkurrenz, dass wir das absolut überwinden und verstehen, nein, das ist nur eine Illusion, die uns eingepflanzt wurde und dass der Weg gemeinsam ist. Und da, und das ist vielleicht noch wichtig, dass wir gemeinsam auch die Segel setzen. Im Moment rudert der eine dort und der andere da. Astrid Kluger hat mir das Beispiel gesagt, vom Rudern und Segel setzen. Wir setzen die Segel, wir richten es klar aus mit dem Kompass und somit werden wir auch erkennbar und dann ist es eine ganz, ganz eine klare Energie und dann werden immer mehr Menschen in unserem Land zugunsten unseres Lebensraums und unserer Menschen agieren und nicht als eigener Egozentrik, dass ich sage, ich kaufe irgendwo ein billiger Produkt und habe scheinbar einen Vorteil, dass wir die Zusammenhänge verstehen und das wird uns sicher gemeinsam gelingen. Ja, lieber Severin, ich würde sagen, danke dafür, sehr, sehr klar. Und das sind eben die Geschenke, dass man sie da findet und dass man auf so einen achtsamen Ort weitergeht. Und wir haben bei hin und wieder Herausforderungen, du warst ja bei Meetings dabei. Aber eben das selbst zu leben im eigenen und das dann noch zu außen zu bringen, das glaube ich ist die Kunst. Und das ist immer ein ganz, ganz schöner Spiegel. Danke für das gemeinsame Wirken, Severin. Sehr gerne und auf bald.